Hallo liebe Kartenspieler und herzlich willkommen zu einer weiteren Analyse, diesmal von diesem Deck hier. Es ist Himmelsleuchten gerade neu rausgekommen, Smaragd Stahl gucken wir uns heute an, morgen das andere Deck. Und wir sehen erstmal hier auf den ersten Blick, haben wir schon mal einen schönen Bauch. Verteilt sind das 7, 16, 16, 9, 8 und 4 Karten. Das ist wirklich eine schöne Verteilung. Es fällt auf jeden Fall auf, dass die obere Hälfte mit 39 Karten zwei Drittel gut ausmacht. Die untere Hälfte dann ein Drittel. Trotzdem wird man hier, ich sag mal, der Sweet Spot für Ink ist 6. Sehr schnell muss man auf 3 kommen. Dann kann man überlegen, ob man ein oder zwei Runden Pause macht. Aber eigentlich ist das ein Deck, das auch eine Idee länger braucht. Und deswegen sollte man auf 6 hochkommen, denn es gibt insgesamt 12 Karten, die es mir ermöglichen, Karten zu ziehen. Damit ich aber in meinem Zug nichts anderes mache, als nochmal eine Karte ziehen, brauche ich auf jeden Fall mehr Ink. Schauen wir uns einfach mal ein paar interessante Karten dann auch zusammen an. Wir haben hier zum einen Robin Hood. Warum ist die interessant, sehen wir gleich noch. Er hat auf jeden Fall die Fähigkeit, wenn du diesen Charakter ausspielst und mindestens eine gegnerische Person einen beschädigten Charakter im Spiel hat, sammelst du eine Legende. Kann man natürlich sagen, ja gut, ist jetzt nicht die mega heftigste Karte, das stimmt wohl. Deswegen gehen wir auch noch mal kurz ein bisschen weiter. Zum einen haben wir hier eine Karte, die uns 3 Karten ziehen lässt und danach 2 beliebige aus der Hand ist das. In beliebiger Reihenfolge auf dein Deck legen, das ist natürlich ganz nett, bringt mir aber auch nur was, wenn ich genug habe, um auch eine von diesen Karten auszuspielen. Das heißt, ich ziehe 3, habe aber schon 2 für die ausgegeben und brauche dann in der Regel nochmal 3. Das heißt, die Karte macht eigentlich erst Sinn zu spielen, wenn ich bereits 5 Tinte auf dem Board liegen habe. Dann haben wir hier jede Menge Hyänen drin und ich muss sagen, die gefallen mir ganz gut. Die sagt nämlich, wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen beschädigten Charakter deiner Wahl erschöpfen und kannst ihn natürlich somit nochmal angreifen. Aber gerade dieses Beschädigen merken wir jetzt schon, haben wir hier bei der Hyäne und bei Robin Hood hatten wir das auch. Und das zieht sich dann auch nochmal hier weiter durch. Der ist wendig, was natürlich ganz praktisch ist. Und solange dieser Charakter einen beschädigten Charakter herausfordert, erhält er nochmal plus 2. Wird also hochgepusht auf 4-3, ist damit ganz nett. Und wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einem bereits beschädigten Charakter deiner Wahl 2 Schadenspunkte zufügen. Hier haben wir übrigens nochmal einmal ziehende Karte und ein Charakter deiner Wahl erhält in seinem nächsten Zug impulsiv. Das ist natürlich ganz nett, weil du damit den Gegner wieder zwingen kannst, mit einer Karte anzugreifen. Das macht man entweder auf eine eher schwache Karte, die man vielleicht nicht so leicht aus dem Spiel kriegt. Oder natürlich auch eine, mit der man sehr viel Legenden sammeln kann, um einfach den Gegner nochmal ein bisschen zu verlangsamen. Und hier kommen wir schon zu einer absoluten Highlight-Karte in diesem Deck. Erstmal sieht die natürlich mega cool aus und der tropische Regenwald besagt, beschädigte gegnerische Charaktere erhalten impulsiv. Das ist mega heftig und so heftig, dass ich unten die Klammertext nochmal dazu vorlese. Sie können nicht erkunden und müssen herausfordern, wenn möglich. Das ist ein Ding, das will der Gegner unbedingt vom Board haben, weil er im Worst Case sonst gar keine Legenden mehr sammeln kann. Das ist echt ein super Ort, der gefällt mir richtig gut. Scar ist dann die Holo-Karte und die besagt, abgesehen davon, dass er behütet ist, 4-2 ein bisschen schwach, auch nur 1. So muss der Text natürlich jetzt Bombe sein. Jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere einen beschädigten Charakter herausfordert, darfst du eine Karte ziehen. Und auch hier haben wir wieder das, ich möchte möglichst viele beschädigte Gegner haben und dann kann ich jedes Mal eine Karte ziehen. Ist geil, muss man theoretisch ungenutzt einfach nur rumliegen lassen, weil der natürlich mit 4-2 sonst ganz schnell weggehauen wird. Und hier schade, dass der Ed nur einmal drin ist. Der hat nämlich 3 Legenden, die er sammeln kann. Mit 2-4 hält er auch zumindest kleine Angriffe erstmal stand. Und der sagt, beschädigte Charaktere können diesen Charakter überhaupt nicht herausfordern. Das ist ein ganz netter Schutz da drauf. Und das ist eine Karte, wo ich sagen muss, natürlich, der ist stumm, der kann nicht singen. 4-3 hat immerhin 2 Legenden, kostet aber auch 4. Den würde ich rausnehmen.
Also die drei wären instant für mich raus. Da würde ich mich eher nochmal nach einem Robin Hood oder gegebenenfalls einfach weitere Hyänen reinballern. Denn wir haben jetzt hier bei 5 kommen nämlich nochmal richtige Brecherkarten. Haben wir einmal diese Hyäne, die plus 1 Stärke für jede Hyäne bekommt. Das heißt, sie kann natürlich auch richtig, richtig mächtig werden, wenn du davon 2, 3, 4 draußen liegen hast. Dann ist sie schon richtig stark. Aber eigentlich ist das untere noch viel cooler. Denn jedes Mal, wenn eine deiner Hyänen einen beschädigten Charakter herausfordert, sammelst du 2 Legenden. Und das kann sich dann auch sehr schnell summieren. Lass das in einer Runde einfach 2-mal machen. Dann hast du schon 4 mit dem dazu, bist du auf 5 Legenden hoch. Außerdem hast du gegnerisch angegriffen, vielleicht zerstört, vielleicht sind deine Hyänen da mit drauf gegangen. Aber du hast den Gegner auf jeden Fall in Schach gehalten, runter reduziert und gleichzeitig 5 Legenden gesammelt. Also baust schon ordentlich Druck auf. Und das macht auch Robin Hood. Richtig, richtig starke Karte. Kostet theoretisch 5 mit Gestaltwandler 3. Das heißt, in der dritten Runde kannst du den schon rausbringen. Vielleicht willst du aber es erst in der vierten oder so machen, denn dieser Charakter erhält plus 1 für jede beschädigten Charakter aller gegnerischen Mitspieler. Das heißt, der hat vielleicht 2 oder 3 beschädigte Charaktere, das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Dann kriegt er, sagen wir mal, plus 3, dann holt er schon 4 Legenden mit einem Zug, hat außerdem noch 3, 5. Das ist schon eine mächtige Karte. Und darum macht es vielleicht auch Sinn, mehr als nur 3 kleine Robin Hoods zu haben. Vielleicht braucht man davon noch, es gibt ja noch andere, irgendwie mehr davon. Dann hat man hier noch einen, der sich um deine wendigen Gegner kümmert, weil mit 3-5 recht starker, wendiger Charakter kann immerhin noch 2 einsammeln. Wäre ebenfalls eine Karte, wo ich mir überlegen würde, die eventuell rauszuhauen. Und jetzt haben wir hier noch eine Robin Hood Karte, die natürlich eine Spaßkarte ist, aber auch sowas kann natürlich mal in einen vorgefertigten Deck sehr gut reinpassen. Da haben wir zwar noch einen Robin Hood, der kostet ganze dicke 9, das ist natürlich heftig, 6-6, aber für jeden Schaden auf gegnerischen Charakteren zahlst du einen weniger, um diesen Charakter auszuspielen. Und das kann sich natürlich sehr, 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 sehr schnell summieren und macht diesen Charakter dann doch irgendwie ganz lustig und spielbar. Außerdem ist er noch behütet. Das heißt, für jeden Schaden, also nicht nur, also wenn ein Gegner 2 oder 3 Schadenspunkte auf sich liegen hat, dann summiert sich das sehr schnell und so kannst du den vielleicht auch schon für 3, 4, 5 Tinte ins Spiel bringen und dann hast du da echt einen dicken Charakter draußen, wo dein Gegner erstmal zusehen muss, wie soll er den überhaupt in Schach halten. Der kann 4 Legenden holen, hat 6-6. Hier habe ich ja gesagt, eventuell macht er auch nochmal 4. Hier machst du Angriffe und machst 4. Das heißt, kurz gesagt, hier, ich nehme den und den raus, die 5, pack noch ein paar Hyänen rein, schon ist das Deck fertig. Zumindest was der grüne Bereich angeht, gerade im Smaragd-Bereich gibt es ja aber auch viele Charaktere, die angegriffen werden möchten, wo es einen Negativeffekt für den Gegner gibt. Auch die kann man hier, finde ich, sehr gut ergänzen. Gucken wir uns noch den Stahlteil an. Und da starten wir direkt mit der Essensschlacht und einer sehr spannenden Karte. Und die besagt nämlich, deine Charaktere erhalten in diesem Zug tappen und leider noch einen zusätzlichen Tinten bezahlen, füge einem Charakter deiner Wahl einen Schaden zu. Die kann man wirklich vielfältig verwenden. Da kann man nochmal den Todesstoß auf einige Charaktere geben, ohne dass den eigenen was passiert. Du kannst schwierig zu greifende kleine Charaktere damit killen. Aber was wir natürlich primär machen wollen, ist, möglichst viele Charaktere überhaupt mit Schaden verursachen, damit der Robin Hood wirklich gut funktioniert. Auch ein paar andere Karten, die ja hier diese Kombos haben, mit dass Charaktere schon Schaden haben. Also ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Karte. Vielleicht könnte man sie aber auch ersetzen. Ich glaube, gerade in Stahl gibt es ja auch einiges an Direktschaden. Das würde vielleicht noch ein bisschen praktischer hier kommen. Der Arthur bin ich ein Fan von. Finde ich ziemlich geil, die Karte. 2, 2, 2, 2. Nervig für den Gegner, kommt früh raus. Fängt direkt an zu sammeln. Hier haben wir noch einen Schlafmütz. Der kann nochmal zur Not deine ganz wichtigen Charaktere verteidigen. Auch den Wald kann er verteidigen. Und deswegen vielleicht auch nicht die schlechteste Wahl.
Hier haben wir noch den Kronk. Der ist okay, der hat immerhin 4 Lebenspunkte, was ganz praktisch ist. Und beim Herausfordern plus 1. Das heißt, auch hiermit kann ich erstmal einen gegnerischen Charakter beschädigen und er bleibt weiterhin am Leben. Das ist ja, was wir wollen. Kater Carlo mag der eine oder andere gut finden. Ich weiß nicht, wie du ihn findest. Der hat nämlich die Fähigkeit, wenn du diesen Charakter ausspielst, können gegnerische Mitspielende bis zu Beginn deines nächsten Zuges keine Aktion ausspielen. Und das, finde ich, ist eine sehr swingy Karte, die vom Timing lebt, aber auch super schwer ist, korrekt einzusetzen. Denn ich denke, in den meisten Fällen wird der Gegner sich vielleicht nur geringfügig ärgern und sagen, ja gut, dann warte ich halt eine Runde, bis ich meine Aktionskarte ausspiele und mache das dann einfach in der nächsten Runde. Von daher weiß ich nicht, ob ich die mit reinnehmen würde. Wahrscheinlich würde ich sie raushauen, weil es einfach zu situativ ist. Es kann auch sein, dass du ausspielst, der Gegner wollte eh keine Aktion ausspielen in der nächsten Runde. Ja, toll. Dann haben wir noch ein Lied, das man auch mal zwischendurch anstimmen kann. Und der sagt, wähle einen Charakter, er kann in seinem nächsten Zug nicht herausfordern. Das ist praktisch genau das Gegenteil. Und zusätzlich ziehen wir noch eine Karte. Eigentlich möchte ich ja, dass der Gegner möglichst viel angreift, damit er keine Legenden sammeln kann. Aber es gibt natürlich auch genug Decks, und die haben Charaktere, die besonders stark sind, die besonders aufs Kämpfen gehen. Und da macht es natürlich auch Sinn, mit so einer Karte den Gegner ein bisschen zu pausieren und zu sagen, hey, warte mal, eine Runde greifst du mal mit deiner Power-Kreatur vielleicht nicht an und warte es ganz kurz ab. Und den Simba finde ich auch sehr cool, denn jedes Mal, wenn dieser Charakter in deinem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, und da wir ja möglichst viele Charaktere haben, die bereits Schaden auf sich haben, ist das auch eine machbare Sache, darf ich einfach nochmal eine Karte ziehen. Und das Ganze sollte ich nach Möglichkeit mindestens 2-mal schaffen, da wir hier kein Heilen haben oder irgendwie sonstige Möglichkeiten, um Schaden zu reduzieren, würde ich sagen, kann man das hinkriegen, 2-mal anzugreifen, ziehe ich wieder 2 extra Karten, kommt, glaube ich, ganz gut. Ähnlich wie Kronk haben wir hier übrigens mit 1-7, der kann vielleicht 2-3-4-mal, wenn es gut läuft, angreifen und immer einen Schaden verteilen. Das ist, was wir wollen. Wir wollen möglichst viele Charaktere mit Schadenspunkten beim Gegner rumliegen haben. Und die Isma fand ich auch sehr spannend. 1-4 natürlich recht schwach, immerhin mit 2 Legenden am Start, und sagt, jedes Mal, wenn eine deiner Charaktere in deinem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, das ist ja durchaus machbar, angreifen, Charakter verbannen, vielleicht der Simba zum Beispiel, darfst du einem Charakter deiner Wahl einen Schaden zufügen. Also kann ich einen Schadenspunkt von einem Charakter, den ich verbanne vom Gegner, auf einen weiteren anderen legen. Entweder kill ich damit einen zusätzlichen Charakter oder, was ich jetzt schon so oft gesagt habe, wir haben einfach Charaktere, die Schadenspunkte haben, damit meine Smaragdkarten triggern. Genau in die gleiche Kerbe haut übrigens Tauziehen, ist recht teuer mit 5, hat aber 2 interessante Optionen, und zwar füge jedem gegnerischen Charakter ohne Wendig einen Schadenspunkt zu oder allen wendigen Charakteren 3 Schadenspunkte. Finde ich sehr praktisch einzusetzen, würde ich vielleicht auch ein zweites Mal hier in dieses Deck packen. Hi Hi, ähnlich wie Schlafmütz, 4-5 recht stark, tappt man eigentlich konstant, um diese 2 zu sammeln, und der Gegner muss den angreifen, weil der einfach beschützt. Der hält dann auch 1-2 Angriffe aus und killt damit auch gegnerische. Finde ich auch ganz nett. Und in die gleiche Sparte gehen noch hier unten Simba. Erstmal Gestaltwandel 4 finde ich etwas unpraktisch, weil ich 3 plus 4 auf 7 komme und ich zahle ungerne mehr als diese 6 in der Totalen. Aber der sagt, wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen Gegenstand oder Ort deiner Wahl verbannen. Und das macht diese Karte auf jeden Fall spielbar für mich. Gerade haben wir ja gesehen, es gibt manche Orte, und das dauert dann auch 2-3 Angriffe, bis ich die besiegt habe. Oder Gegenstände wegzukriegen, haben wir hier sonst gar nichts drin, und den kann ich flexibel. Ein Gegenstand oder ein Ort wird der Gegner schon haben, und den einfach wegzuknallen, ganz nett. Leider jetzt nur ein, ich hätte da gerne 2 drauf gesehen, aber ansonsten nutze ich ihn dann fürs Angreifen. Und der Kronk, da haben wir oben für 2 plus 5, dann kommen wir immerhin auf die 7. 6, 6 sehr stark, leider auch nur ein. Und der sagt, jedes Mal, wenn dieser Charakter in deinem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, darfst du einen Charakter, der 5 oder weniger kostet, kostenlos ausspielen. Auch das ist heftig und passt natürlich ganz gut dazu, dass ich eh viele Karten ziehen kann. Das Deck ist
vielleicht eine Idee zu langsam. Ich finde es aber schon so ganz stark. Auch hier würde ich mir überlegen, ein, zwei Karten auszusortieren. Ich würde den Kater Carlo rausnehmen. Ich finde den Rest eigentlich schon ganz gut. Würde vielleicht zweimal noch Schaden direkt bei Stahl reinpacken. Und dann hat man eigentlich, indem man hier nur, ich sag mal, 5 bis maximal 10 Karten austauscht, schon ein wirklich brauchbares Deck, das den Gegner schon vor einige Herausforderungen stellen kann, wenn man jetzt nicht auf High-Meta-Ebene spielt. Die Tendenz, die ich bei Lokana schon letzte Edition gesehen habe, trifft auch hier drauf zu. Die vorgefertigten Decks werden besser. Wir haben mehr Kombos, wir haben mehr Synergien. Die Decks machen mehr Sinn und mehr Spaß zu spielen. Das ist, finde ich, definitiv der richtige Weg, weil so hat man schon einen sehr guten Start und kann dann gucken, in welche Richtung möchte ich tendieren. Was möchte ich wegnehmen? Möchte ich vielleicht ein paar von den Kartenziehkarten wegnehmen, weil mir das alles zu lang dauert? Dazu würde ich dann vielleicht noch dazu raten, die ein oder andere Karte dazu zu packen, die mindestens 2 Legenden generieren kann, damit man auch selber ein bisschen schneller rennen kann. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Sammeln und Spielen und wir sehen uns bei der nächsten Analyse. Bis dann, euer Löw.